Hallo liebe Wanderfreunde, einen schönen guten Morgen zu der ja etwas ungeplanten Tour heute. Ja, wieso ungeplant? Ich hatte heute eigentlich einen Termin in Dresden in einer Schule für die Schulfotografie, aber da ja aufgrund Corona die Schulen geschlossen sind, ja, habe ich mir gedacht, nutzt du die Gelegenheit und auch das wunderschöne Wetter heute, um mal endlich wieder eine kleine Tour zu unternehmen. Ja, die Tour, die ich heute vorhabe, die habe ich schon lange geplant, die wollte ich eigentlich schon letztes Jahr im Herbst laufen, aber ja, wie es so ist, ne? Ständig kam was dazwischen und da ist es halt nicht geworden. Die lag in dem Ordner geplante Touren und heute will ich endlich mal die Gelegenheit beim Schöpfe packen und die Tour laufen. Ich weiß selber noch nicht so genau, wo mich der Weg heute so hinführt, weil ich die Strecke ehrlich gesagt nicht kenne. Ich habe die, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube bei Outdoor Active runtergeladen. Und ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ich bin hier auf alle Fälle erstmal im Polenstal. Im Moment ist ja die Zeit der Merzenbecher Wiesen, aber da heute Montag ist, ist hier kein Betrieb und ich bin momentan völlig alleine. Also, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Begleitet mich einfach mal und schauen wir mal, was uns heute so erwartet. Ganz ehrlich, ich bin immer wieder begeistert hier im Polenstal. Ich finde, das Polenstal, das ist so das schönste Tal, zumindest hier im Elbsandsteingebirge in der Sächsischen Schweiz. Ich finde das einfach fantastisch. Hier ist der Wanderweg, der durch das Polenstal führt. Links daneben begleitet den Wanderweg, die Polenz, und fließt da gemächlich dahin. Und auf der rechten Seite vom Weg sind gigantische große Berge, die gen Himmel ragen. Also ich finde das Tal wirklich immer wieder schön und fantastisch. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Irgendwann werde ich den Weg hier verlassen, den Wanderweg, und dann geht es den Berg hinauf und oben angekommen müssen einige wunderschöne Aussichten sein. Aber wie gesagt, ich kenne die Tour nicht, ich gehe die, also zumindest zu den Aussichten gehe ich das erste Mal. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Und hier müsste jetzt der Weg sein, der mich zu den Aussichtspunkten bringt. Also, auf geht's!
Leute, eins muss ich mal sagen, wieder typisch sächsisch, eins muss ich mal sagen, ich bin schon bessere Wege gelaufen. Das geht ja mal gerade richtig, richtig hoch. Leute, was für ein Aufstieg. Ich bin jetzt ein bisschen außer Atem, aber das hat sich gelohnt. Die Aussicht hier oben, die ist genial. Da unten ist das die Polenstal und hier eine geniale Aussicht rundherum. Ja, im Nachhinein habe ich gesehen, dass der Aufstieg, den ich jetzt gerade gegangen bin, dass das ein Kletteraufstieg ist für Kletterer. Ja, habe ich so nicht gewusst. Ja, und da unten, da fließt die Polenz. Ja, Leute, was jetzt sehr ärgerlich ist, ich habe vorhin, wo ich zum Anfang der Tour die Aufnahme gemacht habe aus dem Kofferraum, aus dem Auto raus, da habe ich die Hülle vom Fotoapparat in den Kofferraum gelegt. Und dort sind natürlich alle Akkus drin, vom GPS-Gerät, von der Kamera, von allen. Und was soll ich sagen, die Hülle, die liegt natürlich noch im Auto, die habe ich dort vergessen. Es ist richtig, richtig ärgerlich. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten mit Filmen. Ich werde jetzt hier meinen Kocher aufbauen. Ich habe ein paar Nudeln mit und ein bisschen Gulasch. Und da werde ich jetzt erstmal Mittag machen. Und ich muss mal schauen, ob ich die Tour jetzt noch ein Stückchen laufe. Ich bin ja jetzt hier auf der Höhe über dem Polenstal und würde jetzt hier nur noch von einer Aussicht zur anderen laufen. Das weiß ich nicht, ob ich das mache oder ob ich jetzt mir hier schon einen Weg nach unten suche und dann halt die Tour beende. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt gestärkt, bin fertig mit Mittagessen, alles aufgeräumt, sauber gemacht und ich habe mich jetzt entschlossen, die Tour doch weiterzulaufen. Also das Stückchen hier auf der Höhe noch, die Aussichtspunkte noch mitnehmen. So, ihr Lieben, ich habe es geschafft. Ich bin wieder im Auto und habe einen frischen Akku in die Kamera eingelegt. Und jetzt kann ich mich wenigstens ordentlich bei euch verabschieden. Also, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart auf meiner Tour. Und ja, ich werde jetzt alles packen, werde nach Hause fahren, die Daten sichern und das Video schneiden. Ja, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also, macht's gut, ihr Lieben, und bleibt schön aktiv. Ciao.